Freunde, Pfeifentabak war noch nie so günstig. Eine große Dose Pfeifentabak gibt es für 15 bis 18 Euro. Und das ist ungefähr ein Preisniveau wie 2017. Und aus gegebenem Anlass heute meine ganz persönliche Top 10 Pfeifentabakliste. Beziehungsweise habe ich sogar fast ein bisschen gelogen. Wir machen eine Top 11 draus, weil den wollte ich nicht weglassen. Platz Nummer 11 ist der Wäschwäsch von Fuck Your Law. Der Wäschwäsch ist der Nachfolger vom Fuck Your Life. Marokkanische Minze ist auch einfach nur eine Minze, aber eine leckere Pfefferminze. Er hat zwar eine kühle Note, aber an sich ist er einfach eine leckere Pfefferminze, die halt unglaublich gut zu sehr, sehr vielen Tabaksorten passt. Egal, was ich in fruchtige Richtung rauchen will und noch ein kleines bisschen Kühle mit dabei haben will, ist der Wäschwäsch ultra nice. Bei Fuck Your Law, da kommen noch ein paar auf der Liste übrigens, 70 Gramm in der Neuauflage. Vorher waren es 65 Gramm, jetzt sind 70 Gramm für 17,90 Euro. Der nächste Tabak auf unserer Liste ist der Mixtu Black Passion. Jetzt habe ich aber leider keine Dose in der Hand, der ist schon leer. Das ist ein Maracuja Pfirsich Brombeere und Vanilletabak. Und bei Vanille habe ich erst einmal ein bisschen Angst bekommen. Brombeere bin ich ja ein sehr großer Fan. Vanille habe ich erst Angst bekommen, aber ich kann auf jeden Fall für mich persönlich Entwarnung aussprechen. Die Vanille kommt da nicht so krank rüber und die ist da nicht irgendwie störend krass dabei. Man hat nur wirklich einen minimalen Touch an Vanille im Abgang und deshalb finde ich den trotzdem ziemlich geil. Und bei Mixtu bekommt ihr 65 Gramm für 17,90 Euro. Für Platz Nummer 9 bleiben wir auch direkt bei Mixtu. Es geht um den Doppelapfel. Auch eine überragende Doppelapfelsorte und sogar nicht die letzte Doppelapfelsorte auf meiner Top 11 Pfeifentabakliste. Ich habe ja in letzter Zeit eine krasse Doppelapfelphase gehabt. Da hat mir das natürlich perfekt in die Karten gespielt, dass wir mit dem Mixtu, aber auch mit unserem nächsten Kandidaten zwei hervorragende Doppelapfel-Tabaksorten auf Pfeifentabak haben. Erst hatten wir 65 Gramm bei Mixtu, dann hatten wir 70 Gramm bei Hukain und jetzt haben wir 75 Gramm bei Holster. Eine geisteskranke Überraschung für mich, der Pitacho oder ich sage irgendwie immer Pistacho, auf jeden Fall der Pistazietabak beim Holster Pfeifentabak. Die 75 Gramm kosten auch 17,90 Euro und es ist wirklich eine kranke Überraschung. Für alle Leute, die schon seit einem Jahrzehnt in Shisha-Bars gehen, die kennen Pistazien-Flavor in- und auswendig. Irgendwie ist das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt kam Holster auf die Idee, den bringen wir zurück. Und das war eine geisteskrank nice Idee und deswegen hat er es auch direkt in meine Top 10 geschafft. Einfach eine leckere Pistazie, die zwar schon in so eine cremige Richtung geht, aber für einen cremigen Tabak gar nicht so geisteskrank cremig ist. Also das geht absolut klar. Ich bin ja selbst nicht jemand, der irgendwie super oft cremig raucht, aber der Pitacho, der geht auf jeden Fall klar und den rauche ich sehr gerne. Dann sollten wir, glaube ich, zwischendrin nochmal ganz kurz über die Tabakqualität von den verschiedenen Marken reden. Meiner Meinung nach merkt man bei Fuck Your Law, dass sie schon in der zweiten Generation sind. Das heißt, die würden Platz 1 bei Schnitt und Co. bekommen. Dann würde Mixtu kommen, aber schon relativ dicht gefolgt von Holster und Aino, die sich da den dritten Platz für mich teilen würden. Das sind die vier Marken an Pfeifentabak, die ich schon gut getestet habe und die es bei mir auch in die Top 10 geschafft haben. Wenn euch der Tabak zu grob ist, Freunde, dann ist das kein großes Problem. Dann nehmt ihr euch eine Schere, ihr geht da einmal durch und dann macht ihr das so lange, bis der Tabak eben so fein oder grob ist, wie ihr das eben gerne haben möchtet. Was ein Problem ist, sind die Ästchen, aber ich bin mir sicher, die werden da noch dran arbeiten und dann wird das mit der Zeit auch noch ein bisschen besser. Platz Nummer 7 ist für mich ein krasses Revival von einer Sorte. Der Fuck Your Law Green Lean. Das ist eine Limette, die man schon länger von Fuck Your Law kennt, beziehungsweise nicht von Fuck Your Law, sondern diese Sorte gibt es schon lange bei Hukain und ich habe die früher so gerne geraucht, dass ich mir von dem Zeug immer wieder Kilodosen geholt habe. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge, weil es ist ja ein Citrus-Flavor, es ist eigentlich einfach nur eine geile Limette. Und Citrus hat ja nach TPD sehr gelitten. Deswegen war ja zum Beispiel auch der Fuck Your Life so gut, was den Zitrone-Minze anging. Aber ich kann jetzt unterm Strich sagen, das hier ist für mich die leckerste Citrus-Sorte, die es seit TPD 2 gab, die nicht irgendwie wie Fuck Your Life um TPD drumherum geht. Eine geile Limette, die für mich ein komplettes Revival von dieser Sorte gestartet hat. Auf Platz Nummer 6 kommt der erste Aino ins Spiel, und zwar der Guva do Brasil. Ebenfalls eine Sorte, die wir schon vom Shisha-Tabak kennen. Der Shisha-Tabak bei Aino und auch beim Aino Dark Blend heißt Oha. Und das ist eine brasilianische Guave. Guave auch eine Klassikersorte im Shisha-Bereich. Und Aino hatte eine moderne Interpretation, aber trotzdem mit einer schönen Hommage an die Vergangenheit mit einer Guave rausgebracht. Und ich glaube, die Sorte ist auch bei sehr, sehr vielen von den Kollegen absolut weit oben in den ganzen Top 10 Ratings, die es so gibt. Einfach eine geile, herbe Note, die man noch in unglaublich viele Fruchtmischungen mit reinpacken kann. Und deswegen ein verdienter Platz 6. Platz Nummer 5 ist der Hukain Laos. Und der war für mich eine krasse Überraschung, weil ich den Laos früher zwar ganz gut fand, aber gar nicht so überkrass gefeiert habe. Dann kam der Laos jetzt bei Fuck Your Law raus. Und was sie mit diesem Tabak hier extrem richtig gemacht haben, ist, wie geisteskrank intensiv der ist. Das ist ein Kirsche-Blaubeere-Tabak mit noch einer Kühle. Ich
Könnt ihr euch gar nicht genau sagen, ob das ein Cooling oder eine Minze oder was da genau ist. Auf jeden Fall hat er noch eine schöne Kühle am Start. Und als wir den im Tasting probiert haben, hat der uns alle geisteskrank abgeholt, weil das mit einer der intensivsten Flavor ist, die ich jemals bei einem Pfeifentabak geraucht habe. Und das war einfach krass. Und Blaubeere-Kirsche war auch überraschenderweise in dem Fall jetzt eine geile Kombi. Und deshalb hat er uns einen gefallen und deshalb ist er auch direkt mit in die Top 10 gekommen. Und dann habe ich hier noch eine weitere Dose für euch, die ich leider gerade nicht da habe, aber wir blenden die euch hier noch mit ein. Es geht um den Alfacher Doppelapfel. Alfacher geht das Ganze ja komplett anders an. Du kriegst 500 Gramm Pfeifentabak in einem riesigen Kilo-Eimer für 60 Euro. Also auch da preislich sehr, sehr angenehm, das Ganze zu kaufen. Und ich weiß nicht, wie Alfacher das macht. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Wenn ihr den Alfacher Doppelapfel, also den Alfacher Doppelapfel Pfeifentabak kennt, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Weil meiner Meinung nach ist der sogar besser als der Doppelapfel, den es als Shisha-Tabak gab nach TPD. Also jetzt nicht der ausländische und auch nicht der vor TPD, aber der Alfacher Doppelapfel nach TPD, ich finde den Pfeifentabak actually noch besser. Für mich in meiner Doppelapfelphase die 500 Gramm Pfeifentabak für 60 Euro von dem Alfacher Doppelapfel, das kam wie gerufen, Freunde. Und das ist genau, was man erwartet. Du hast eine süßliche, fruchtige Note und diese unglaublich vollmundige, wirklich der gesamte Mund-Rachenraum wird ausgefüllt von dieser krassen Anisnote. Und der war einfach überragend. Aber bei mir ist das Ganze immer doppelapfelphasenabhängig und deshalb hat es für den AF leider nur für den Platz Nummer 4 gereicht. Okay, Top 3. Bevor wir zur Top 3 kommen, noch einmal die Bitte an euch, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr die Arbeit ein bisschen wertschätzen wollt, dann gerne jetzt einen Daumen nach oben auf das Video hauen oder ein Abo da lassen. Und wenn ihr noch zu den anderen Pfeifentabaksorten etwas wissen wollt, wir haben zu Fuck Your Law, zu Mixtu, zu Holster, zu Aino immer komplette Tastings gemacht, wo ich mir immer ein bis zwei Freunde eingeladen habe. Wir haben alle probiert und von jeder Person, die dabei war, habt ihr zu jeder Sorte ein Fazit bekommen. Also die könnt ihr euch da auch sehr gerne nochmal angucken, falls ihr da Interesse an der Sorte habt, die jetzt hier nicht in meiner persönlichen Top 10 mit drin ist. Und jetzt wird's ernst. Meine drei Lieblings-Pfeifentabaksorten, die wir auf dem deutschen Markt haben. Platz Nummer 3, ein alter Bekannter in vielen, vielen Top-10-Listen, der Grape 2 von Holster. Und ich habe den Grape 2 ja schon als Shisha-Tabak geliebt und auch jetzt als Pfeifentabak ist er eine 1+ mit Sternchen für mich persönlich. Ich habe den Grape 2 ja immer mit einem ganzen Minzshot geraucht. Die Minzshots findet man ja überhaupt nicht mehr. Man braucht ihn aber auch nicht unbedingt für den Pfeifentabak. Es gab viele Leute, die haben den Grape 2 mit einem halben Minzshot geraucht. Döhle zum Beispiel hat das immer gemacht. Grüße gehen raus. Und da muss ich sagen, sollte der hier eigentlich perfekt sein. Also würde ich auch gerne mal die Meinung von Dylit hören, aber ich würde sagen, so wie der Grape 2 Pfeifentabak aktuell ist, ist das ungefähr so, als hättest du einen halben Minzshot schon mit dran. Für mich persönlich könnte es noch ein kleines bisschen mehr sein, aber dann mache ich mir halt einen Schuss Wäsch-Wäsch dran von Fuck Your Law und dann habe ich wieder meine ordentliche Minze. Aber auch so wie er ist, hat er auf jeden Fall mehr als genug Minze und meiner Meinung nach sogar mehr Minze, als der Grape 2 ohne Minzshot damals hatte. Aber ein ultra solider Traube, der natürlich bei mir in die Top 3 kommt. Jetzt habe ich hier noch zwei Dosen und es war wirklich eine schwere Entscheidung, welche kommt auf Platz 1 und welche kommt auf Platz 2, aber diese hier ist auf Platz 2 gekommen und es ist der Black Eye von Aino. Der Black Eye heißt bei Shisha-Tabak dann einfach Black Ice, wenn ihr die Virginia-Variante nehmt oder einfach nur Black, wenn ihr die Dark Blend-Variante nehmt. Und auch als Shisha-Tabak war dieser Brombeere von Aino schon für mich persönlich absolut überragend. Und dann habe ich sehr gehofft und gebangt und gebetet, dass auch bitte der Pfeifentabak mit der Brombeere genauso geil wird, wie der Shisha-Tabak schon war. Und er ist es für mich auf jeden Fall. Und deshalb Platz Nummer 2. Und auch wenn ich gar nicht mehr so viel Traube rauche, wie das früher noch war, von 3 Köpfen, die ich am Tag geraucht habe, war bei 2 mindestens, wahrscheinlich eher im Schnitt bei 2,5 Köpfen, war Traube mit drin. Und das hat sich zwar ein kleines bisschen geändert, aber ich rauche immer noch sehr, sehr gerne Traube. Und deshalb ist der Platz Nummer 1 der Grey Mind von Fuck Your Law. Eine für mich persönlich perfektionierte, klassische Shisha-Traube-Minze. Eher so eine Oldschool-Minze, wo der Holster eher so die moderne Minze ist, ist der Grey Mind eher die Oldschool-Minze. Der Asti würde sagen, natürlich, der riecht nach Wiese. Andere Geschichte. Aber für mich einfach eine klassische, richtig geile Traube. So, das war meine persönliche Top 10 Pfeifentabakliste. Schreibt mir eure gerne unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.